Hallo. Grüße aus dem regnerischen Wales. Was ich so in den Zeitungen gelesen habe, hatte ich wohl recht, was deinen neuen Boss angeht, wie? Aber schön, dass du durchhältst. Mir würde dazu die Selbstbeherrschung fehlen. Also, ich will dich nicht lange stören, aber du könntest bald eine interessante Nachricht bekommen. Ich habe bei einem Freund ein gutes Wort für dich eingelegt. Ich muss los. Ich glaube, das Abendessen brennt an. Halt die Ohren offen. Willkommen in deinem neuen Zoo. Nur, dass das jetzt noch kein Zoo ist. Bevor du anfängst, wirst du hier wahrscheinlich ein bisschen aufräumen wollen. Es besteht eine klitzekleine Chance, dass hier enorme Mengen Giftmüll herumliegen. Das Grundstück war selbst für einen alten Steinbruch enorm billig. Oh, und steil ist es ja auch. Ich würde vorschlagen, den Besuchern eine Gondelfahrt anzubieten. Und mit vorschlagen meine ich, dass du eine bauen musst. Außerdem, als ich mich neben der Baustelle umgesehen habe, sind mir ein paar sehr arme Tiere aufgefallen. Die haben sich wohl verirrt. Richtig, richtig verirrt. Besonders die Schneeleoparden. Wie wäre es, wenn ich ihre Rettung organisiere und du sorgst dafür, dass sie wieder gesund werden? Ich glaube, das wäre in der Situation das Richtige. Schließlich würde ich normalerweise für neue Tiere zahlen müssen. Außerdem wird sich ihre Gesundung bestimmt positiv auf die bevorstehende Inspektion auswirken. Und jetzt, los mit dir! Ja, hallo. Und da sind wir wieder zum nächsten Teil der Kampagne. Um den ersten Stern hier zu erreichen, im bronzenen Stern, müsst ihr ein Fass entfernen, ein Fass mit Giftmüll. Wenn ihr unten die Heatmap anklickt, also sprich unten dieser ganz komische Kreis mit diesem Schalter da unten drunter und so unten links in der Ecke, dann habt ihr da ja verschiedene Möglichkeiten der Anzeige, wie zum Beispiel Wasserqualität, wie sich die Besucher fühlen, ob die hungrig sind, durstig sind, die allgemeine Zufriedenheit, Strom und so weiter und so fort. In dem Fall müssen wir jetzt allerdings auf das Thermometer klicken, um halt zu schauen, wo ist es dunkler als ja, sonst eben drumherum. Denn das sind dann die Stellen, wo eben die Fässer markiert sind oder die dann eben so markiert sind, dass man die Fässer findet. Teilweise muss man die ausgraben. Teilweise liegen die oben auf. Fakt ist, für den ersten Teil brauchen wir nur ein Fass entfernen. Im Laufe des Spiels muss man allerdings mehrere entfernen, denn drüber bauen ist nicht zu empfehlen. Das ist, wirkt sich sehr schädlich auf die Tiere und auf die Besucher aus. Also fürs Erste reicht aber ein Fass und das Gebiet, das wir zuerst bebauen, ist halt eben auch nicht so stark betroffen, dass man da mehr machen müsste, denn die Entfernung kostet jeweils 1200, ist also auch nicht ganz billig. Wir starten zwar mit einem guten Betrag von 50.000, er ist aber auch ziemlich fix verbraucht. Man muss ja auch bedenken, um ja, später weitermachen zu können, muss man ja auch was erwirtschaften. Das heißt also, es reicht nicht einfach nur ein bisschen Gehege bauen und ne, die ganzen Mitarbeitergebäude. Man muss dann halt auch wirklich gucken, dass was reinkommt. Also man muss sich ein bisschen Mühe geben, wie sonst auch, gleich zu Anfang. Der Rest ist allerdings nicht weiter schwer, zumindest für diesen Stern. Ne? So, des Weiteren bekommt ihr dann, und das seht ihr, sobald ihr das Tierhandelsgebäude aufgebaut habt, bekommt ihr dann Tiere geschenkt, und zwar zwei Okapis und zwei Schneeleoparden, die ihr dann unterbringen müsst. Die haben jeweils ganz andere Anforderungen. Ja, günstigerweise kann man eben ein großes Gehege bauen und da einfach ja, noch eine Mauer durchziehen. Das spart Platz und ja, die Besucher müssen auch nicht so ewig weit laufen, sind nicht so erschöpft, können sich mehr anschauen, spenden mehr, weil sie zufriedener sind. Und ihr sollt dann halt mindestens 350 Leute in den Zoo locken. Und das ist dann eben der Punkt, wo es dann halt auch ein bisschen teurer wird. Ne? Die haben ja auch Anforderungen, Hunger, Durst, Toilette. Ja, dann wollen die noch ein bisschen bespaßt werden. So, gleichzeitig müsst ihr aber auch die Tiere zufriedenstellen, dass die sich überhaupt paaren, denn sonst kommt ihr hier auch nicht wirklich weiter. Ihr rutscht automatisch irgendwann ins Minus, ist aber nicht weiter schlimm. Im Normalfall müsstet ihr kein Darlehen aufnehmen. Wenn ihr allerdings
sehr viel schneller durchspielen wollt als ich, dann klar, schon. Aber dann rutscht ihr halt auch erst dann, wenn das aufgebraucht ist, erst noch tiefer ins Minus. Und ich weiß nicht, ob sich das zeitlich rentiert nachher. Also man braucht es halt nicht. Ne? Wenn man ein bisschen mehr Zeit investiert, dann geht das auch so immer Schritt für Schritt. Und na gut. Viel mehr gibt es zu dem Part jetzt nicht zu sagen. Ich denke mal, der Rest, der dann passiert, ist selbsterklärend. Da ist auch jetzt kein Trick oder sowas dabei. Das ist ganz normales Aufbauen. Und ja, dann viel Spaß und wir hören uns dann zum nächsten Part.
Man merkt sofort, dass du dich um diesen Giftmüll gekümmert hast. Die Luft schmeckt gar nicht mehr nach Batterien. Ja, der Zoo nimmt generell langsam Form an. Die Besucher scheinen zufrieden zu sein. Und was am besten ist, fast keiner von ihnen hat nach dem Besuch irgendwelche Atemwegserkrankungen entwickelt. Apropos Krankheit. Die armen Tiere strotzen jetzt ja nur noch so vor Gesundheit. Gut, dass wir sie alle gerettet und in den Zoo gebracht haben, hm? Schließlich wollen wir wirklich nicht, dass die Leute Tiere außerhalb des Zoos kostenlos sehen können. Oh, und noch was. Jetzt, da der Zoo zum größten Teil sauber ist, werde ich arrangieren, dass uns Lin Lin vom anderen Zoo besucht. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Mach dir jetzt darum noch keine Sorgen. Sorge dich lieber um alles andere.